Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Marshall ist wohl einer der ikonischsten Hersteller von Audioprodukten überhaupt. Und mit den Major 5 haben sie vor kurzem die neueste Generation ihrer kabellosen On-Ear-Kopfhörer gelauncht. Abgesehen von dem typischen Marshall-Look wollen die vor allem mit ihrem robusten, aber trotzdem kompakten Design bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit im kabellosen Betrieb, Wireless-Charging und natürlich dem typischen Marshall-Sound überzeugen. Ich konnte die Major 5 jetzt 2 Wochen lang ausführlich testen. Ob sie überzeugen konnten, das erfahrt ihr jetzt in meinem Review. Bevor wir loslegen, ein kleiner Transparenzhinweis. Marshall hat mir die Kopfhörer für dieses Video hier zur Verfügung gestellt und es auch unterstützt. Deshalb bin ich rechtlich dazu gezwungen, es durchgängig zu kennzeichnen. Es gab aber wie immer keinerlei inhaltliche Vorgaben. Ich war und bin in meiner Meinung zu 100% frei. Also alles wie immer, das wollte ich nur vorher klarstellen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Nicht nur die Kopfhörer, auch die Verpackung kommt im typischen Marshall-Look. Im Lieferumfang findet ihr neben den Major 5 und dem üblichen Papierzeug auch noch ein USB-C-Kabel zum Laden sowie ein super hochwertiges, mehr als ausreichend langes 3,5 mm Klinkenkabel. Dazu gleich noch mehr. Ich persönlich hätte mir hier noch ein Hardcase gewünscht, das hätte den Lieferumfang dann abgerundet. Wahre Legenden sterben nie. So hat Marshall mir die Major 5 angekündigt und ich kann den Slogan schon verstehen, denn in diesem Meer an kabellosen Kopfhörern, die es mittlerweile gibt, stechen die Major 5 optisch definitiv hervor. Dieses charakteristische Design haben sie über all die Generationen nie großartig geändert, aber halt an diversen Stellen weiterentwickelt und verfeinert. Man erkennt halt sofort, dass es sich hier um Marshall-Kopfhörer handelt. Was mich dann aber nach dem Auspacken sofort überzeugt hat, waren die verwendeten Materialien und die hervorragende Verarbeitung. Man setzt hier überwiegend auf eine Mischung aus veganem Leder und mattem Kunststoff, der übrigens zu 86% recycelt ist. Trotz der schwarzen Farbe sieht man quasi nirgends Fingerabdrücke. Der Größenverstellmechanismus funktioniert super smooth und für den Transport könnt ihr die Kopfhörer auch einfach zusammenfalten. Vor allem so merkt man, wie robust das Design eigentlich ist. Ich habe ja eben kritisiert, dass kein Case mitgeliefert wird, aber ich hatte sie während dem Testen auch öfter mal im Rucksack mit dabei und ihr seht ja, dass sie immer noch wie neu aussehen. Mein nächstes Highlight ist dann ganz klar der Tragekomfort. Sowohl der Bügel als auch die Ohrhörer sind super angenehm gepolstert und mit 186 Gramm sind die Major 5 auch vergleichsweise leicht. Man spürt sie auf dem Kopf quasi kaum und zumindest ich kann sie mehrere Stunden lang tragen, ohne dass sie mich stören. Dabei sitzen sie trotzdem relativ stabil. Wenn es bei Over-Ears stört, dass das komplette Ohr umschlossen wird, für den ist dieses On-Ear-Design genau das Richtige. Geladen werden die Major 5 über den USB-C-Port auf der rechten Seite oder kabellos über Wireless-Charging. Dafür stellt ihr einfach den rechten Ohrhörer auf ein Wireless-Charging-Pad und das funktioniert tatsächlich und ist super praktisch. Ich persönlich finde das absolut faszinierend, weil das kaum andere Modelle im On-Ear-Bereich aktuell bieten. Ebenfalls auf der rechten Seite findet ihr einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Sollte der Akku mal leer sein oder das Wiedergabegerät kein Bluetooth unterstützen, ist es natürlich auch super praktisch. Ansonsten könnt ihr euch auch über Bluetooth 5.3 mit eurem Smartphone, Tablet, Notebook und so weiter verbinden. Die Major 5 unterstützen bereits Bluetooth LE Audio und das merkt man sofort, denn die Verbindung wird super schnell hergestellt und ist dann in einem Bereich von bis zu 10 Metern auch extrem stabil. Damit ist man auf jeden Fall zukunftssicher aufgestellt. Multipoint, also die Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig, wird ebenfalls unterstützt. Sobald ihr dann verbunden seid, würde ich euch empfehlen, direkt die kostenlose Marshall Bluetooth App zu installieren. Damit habt ihr nochmal deutlich mehr Möglichkeiten. Beim Equalizer habt ihr die Wahl zwischen 5 voreingestellten Profilen, ihr könnt den Sound aber auch selbst kalibrieren. Außerdem könnt ihr die M-Taste, die sich auf der linken Seite befindet und natürlich in der typischen Marshall-Schriftart gehalten ist, belegen. Standardmäßig wird hier Spotify Tab gestartet. Man kann aber auch den Equalizer ändern oder den Sprachassistenten eurer Wahl starten. Das ist super praktisch und weil es eine physische Taste ist, funktioniert sie auch zuverlässig. Auf der anderen Seite gibt es übrigens auch noch den Marshall-typischen Bedienknopf, über den könnt ihr Anrufe an- und ablehnen, die Wiedergabe pausieren, Songs skippen und sogar die Lautstärke einstellen. Und auch das funktioniert schnell und zuverlässig. So simpel würde ich mir das echt von allen Kopfhörern wünschen. Simpel ist auch das, was die Marshall Bluetooth App meiner Meinung nach perfekt beschreibt, denn sie ist super clean und intuitiv aufgebaut. Natürlich könnt ihr hier auch Updates over the air installieren, einstellen, nach wie vielen Minuten die Kopfhörer sich automatisch ausschalten sollen und noch vieles mehr. Jetzt kommen wir aber endlich zu einer der wohl wichtigsten Kategorien, dem Klang. Ich persönlich finde, dass Marshall auch hier seinem bekannten Klangcharakter treu bleibt. Die Kopfhörer werden auf Wunsch extrem laut und der Klang ist ab Werk ziemlich bassbetont. Aktuelle Musik, vor allem Hip-Hop, Jazz, elektronische Musik oder Rock klingen unglaublich gut. Ich fand nur teilweise die Mitten etwas verwaschen und die Höhen ziemlich scharf. Mit dem Equalizer kann man hier aber einiges retten. Für klassischere Musik oder Podcasts würde ich euch deshalb auch empfehlen, den Equalizer zu nutzen, weil diese Genres hier ab Werk nicht unbedingt optimal klingen. Der Klang ist halt einfach nicht besonders ausgeglichen und meiner Meinung nach perfekt für die Zielgruppe zugeschnitten. Meinen Geschmack haben die Major 5 ziemlich gut getroffen, aber wenn ihr eher weniger aktuelle Musik hört und eben nicht primär die angesprochenen Genres, dann sind diese Kopfhörer vielleicht nicht die optimale Wahl für euch.
ANC, also aktive Geräuschunterdrückung, wird nicht unterstützt, finde ich aber halb so wild, weil das meiner Meinung nach bei On-Ear-Kopfhörern überhaupt keinen Sinn macht. Die trägt man ja unter anderem auch, weil man was von der Umgebung mitbekommen möchte. Ich wollte es trotzdem erwähnt haben, weil ich weiß, dass das der ein oder andere fragen wird. Dementsprechend brauchen wir hier halt auch keinen Transparenzmodus. Ich glaube, das sollte klar sein. Gespannt war ich auch auf das Thema Windgeräuschreduzierung, wie gut Windgeräusche hier rausgefiltert werden beim Telefonieren, beim Aufnehmen von Sprachnachrichten, weil Marshall durchaus damit wirbt, dass die Kopfhörer hier ganz gut sind. Das kann ich bestätigen. Also hier haben sie mich positiv überrascht. Die Sprachqualität beim Telefonieren, bei Sprachnachrichten finde ich insgesamt ordentlich. Ich fand nur, dass meine Stimme da etwas unnatürlich, etwas verzerrt klingt. Aber da muss ich ehrlicherweise dazu sagen, dass das halt bei allen anderen kabellosen On-Ear-Kopfhörern, die ich so testen konnte, genauso war. Das Problem haben die im Endeffekt alle. So, jetzt kommen wir zum Thema Akkulaufzeit. Das ist ja auch super spannend, weil Marshall eben mit diesen, ja, bis zu teilweise sogar über 100 Stunden im Bluetooth-Betrieb, also bei kabelloser Wiedergabe, wirbt. Und das wäre ja schon echt eine Ansage. Ich kann euch jetzt tatsächlich gar nicht sagen, ob diese 100 Stunden tatsächlich realisierbar sind. Weil ganz ehrlich, ich habe es jetzt 2 Wochen lang getestet und ich habe sie nie komplett leer bekommen. Und das sagt ja, glaube ich, schon alles. Aber wenn ich meine Werte mal so hochrechne, meine Werte aus dem Alltag, dann halte ich da so 90 bis 100 Stunden durchaus für realistisch. Und das ist natürlich klasse. Sie laden auch relativ schnell. Also wenn ihr sie 15 Minuten aufladet, dann habt ihr wieder Energieakku für etwa 15 Stunden Wiedergabe. Das ist klasse. Und nach etwa 3 Stunden sind sie dann komplett vollgeladen. Und in der Marshall-App gibt es dann auch noch die Möglichkeit, den Akku beim Laden durch diverse Anpassungen zu schonen. Und das war es eigentlich auch schon. Das waren meine Erfahrungen mit den Marshall Major 5. Alles in allem haben sie mir echt gut gefallen. Gut, ich stehe halt auch auf dieses typische Marshall-Design. Aber auch davon abgesehen können sie vor allem durch das stabile, perfekt verarbeitete, aber trotzdem kompakte Gehäuse, den hohen Tragekomfort, die überragende Akkulaufzeit und halt so Features wie die M-Taste oder Wireless Charging überzeugen. Wie gesagt, der Sound ist gut, aber er ist eben nicht neutral. Das müsst ihr wissen. Darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen. Ich persönlich hätte hier gerne, wie gesagt, auch noch ein Hardcase gesehen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und ich habe auch so ein bisschen hochauflösendere Codecs vermisst. Also wir haben hier Support für SBC, AAC natürlich und auch LC3. Das ist ordentlich, aber da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber das könnte man ja zum Beispiel auch mit einem Update noch nachliefern. Zwinker, zwinker. Ich will hier jetzt aber auch nicht zu kritisch sein, weil diese Kopfhörer halt keine UVP von 300€ oder noch mehr haben, sondern die UVP liegt bei 150€. Ja, ich weiß, das ist trotzdem nach wie vor viel Geld für Kopfhörer. Aber ihr müsst ja mal so sehen, die sind jetzt komplett neu auf den Markt gekommen. Wenn ich mir mal so die Preisverlaufskurve des Vorgängers anschaue, dann halte ich da so in, naja, einem knappen Jahr oder in einigen Monaten vielleicht sogar 100-110€ für realistisch. Und dann ist es ein richtig guter Deal. Aber auch so würde ich sagen, dass die UVP für das Gebotene durchaus angemessen ist. Und vielleicht auch noch interessant für all diejenigen, die eher was Kompaktes suchen. Marshall hat auch noch die Minor 4 vorgestellt. Das sind keine klassischen In-Ears, die in den Gehörgang reingedrückt werden. Ähnlich wie etwa die AirPods hängen sie an euren Ohren. Das empfinden viele halt als deutlich angenehmer. Ich finde auch, dass sie sich super bequem tragen und dabei sind sie auch noch wasserresistent. Das Case ist super kompakt und erinnert von der Verarbeitung und den Materialien genauso wie die Kopfhörer an sich auch stark an die Major 5. Das gefällt mir auch hier richtig gut. Hier verspricht Marshall dann bis zu 7 Stunden Laufzeit mit einer Ladung und bis zu 30 Stunden insgesamt mit dem Case. Fast Charging und Wireless Charging werden natürlich auch unterstützt. Von der Bedienung her sind die Minor 4 den Major 5 sehr ähnlich, nur funktioniert hier alles über Touchgesten und auch was den Equalizer in der App, die Funktionen zur Akkuschonung und so weiter angeht, gibt es natürlich super viele Gemeinsamkeiten. Wenn ihr euch auch hierfür noch genauer interessiert, dann checkt einfach die Links in der Videobeschreibung und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr auch zu den Minor 4 noch mehr sehen wollt. Das soll es jetzt aber auch von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.